Außenseiterin, das ist ganz klar, Judith Wiesner, die gegen Steffi Graf noch nie gewonnen hat. Präzision ausdrückte, aber das ist bei Steffi Graf eigentlich eher ein gutes Zeichen. Gewinnt, längst abgeklungen. Vorbereitet. Game is Graf. Steffi Graf. Vielleicht haben sie es. Game is Graf. Aggressiv den Volley gespielt. Was gut. Voll was gut. Voll was gut. Es war gut. Advantage Miss Graf. Der Ball war gut. Ein paar Mal musste Steffi Graf da noch genau zuhören und dick bei den Assen. Steffi Graf schlägt gut auf. Mrs. Wiesner. Sie hoffte, dass sie die Chance hat. 15-40. Damit ist es passiert. Judith Wiesner nimmt Steffi Graf. Ja, von beiden glänzend gespielt.
Drei gute Aufschläge in Folge von Judith Wiesner. Und mit dem notwendigen kleinen Quick. Okay, ist Graf. Aber sie bleibt auf ihrer Marschroute. Ein klasse Ballwechsel. Judith. Das auch, indem sie wesentlich häufiger. Der ist draußen. Ach, schade für Judith Wiesner. Das ist häufig zu beobachten. Wenn es eng wird, wenn es kritisch wird, dann lässt Steffi. Okay, Miss Graf. Wieder mal ein Ass von Steffi Graf. Vom Wir haben einen kleinen Sprung gemacht, werte Zuschauer. Es steht im Augenblick 3:2 für Steffi Graf. Und der Ball ist im Aus. Mensch, was macht sie denn? Ja, sie hat ganz einfach auch. Aber dass sie diese auch. Da steckt eine Menge Wut in diesem Smash von Steffi Graf.
mit viel Spin gespielt, diese Vorhand. Ein bisschen Hoffnung gibt es noch. Judith Wiesner schafft. Ja, jetzt Matchball für Steffi Graf. Der ist es auch. Ich glaube, noch nie war es so leicht oder so gut möglich für Judith Wiesner gegen Steffi Graf zu gewinnen.